Leute, hier Tübex von RCF2. Heute und jetzt das Review von der MP7A1 von KWA bzw. Hacker & Koch. Was haben wir? Wir haben eine MP7, die ziemlich geil ist, sehr sehr zuverlässig, habe ich noch nie einen Stich gelassen, voll ABS, 1,3 Joule, das Magazin 40 Schuss, das lange, das kurze hat 20, schließt auch dann hier unten ab. Standardmäßig der Front Grip, mein Schalldämpfer für Deko, dann habe ich ein EOTech Holovisier drauf, zum besseren Visieren, weil ich die Flip-Up-Visiere hier nicht so wirklich dolle gut finde, tun es aber auch. Die Schulterstütze, die gibt es noch eine bessere Version, die werde ich mir noch zulegen. Die hat drei Positionen, das ist wie bei einem M4, könnt ihr praktisch für euch perfekt einstellen. Ja, die schießt sehr, sehr, sehr genau eigentlich. Eigentlich, warum? Weil ich musste mir erstmal ein Tuning-Set kaufen, das heißt, ist von Ratech, das heißt Evo 2. Das muss erstmal eingebaut werden. Darin halten sind ein Hop-Up-Gummi, ein neuer, ein besserer und ein Inlauf. Ja, um das einzubauen, bräuchtet ihr aber Inbusschlüssel, und zwar die ganz, ganz kleinen, um dann die Fire Selector hier auseinander zu kriegen und sowas. Das sind 0,8 mm Inbusschlüssel. Die habe ich mir gekauft bei Amazon. Gibt es die für ein paar Euro. Dann könnt ihr auseinanderlegen das ganze Teil, das alles einmal wechseln, tunen, und dann schießt das Ding richtig präzise. Ja, die Markings, die zeige ich euch noch ein bisschen mehr. Wir haben hier die richtigen Lizenzen, die Original Hacker & Koch Lizenzen und Markings. Auch hier unten nochmal, und das steht auch das Kaliber, dass es 0,6 Kaliber hat und das Fünfeck. Und wir sehen hier noch das Originalkaliber von der Original MP7. Ja, ich würde sagen, Schusstest. Ich zeige nochmal kurz die Entfernung. Hier vorne beim Shemake sind 20 Meter. Dort hinten beim schwarzen Sack sind 40 Meter. Und der Baum daneben sind 50 Meter. So. Geschossen wird mit 0,23 Gramm. Ich empfehle aber vielleicht etwas schwerere, 0,25 Gramm wäre ein Messer. Was ich noch sagen muss, das ist die lizenzierte MP7, das heißt, die kann man nicht mehr in Deutschland kaufen, ist nicht mehr erhältlich, nicht mehr über einen normalen Shop. Die kann man aber locker über einen Drittanbieter, kriegt man locker her. Also bei ASVZ im Kaufbereich oder E-Guns oder sonst wo. Meinst du, ist breit? 20 Meter oder? Jo. Meter, das ist natürlich keine Herausforderung. Gehen wir auf 40. Schwarzer Sack, bist du bereit? Jo. Ja, also noch sehr, sehr, sehr treffsicher auf 40 Metern. Machen wir jetzt 50 Meter. Sag mir, wenn du bereit bist. Auf geht's. Mein Gott. Ab und zu mal ein Schuss dabei, der geht einfach. Okay, jetzt bin ich leer geschossen. Ab und zu mal ein Schuss dabei, den ging er nehmen, aber ansonsten ist es sehr treffsicher, auf 50 Meter sogar noch. Wir haben uns gedacht, wir zeigen euch nochmal die ungefähre maximale Reichweite. Ihr seht dort hinten den 50 Meter Baum und wir schießen jetzt einfach mal dran vorbei, was noch geht. Das war meine Review zu der MP7 A1 von KWA. Ich hoffe, es hat euch gefallen.